Hey Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und wir in die nächste Folge stoßen können, in dem Bienenwachs zur Heilung der Leute, geil. Going Medieval, ich habe gesehen, bei einem der letzten, Videos habe ich aus Versehen Medieval Dynasty gesagt. Ich habe auch die vorletzte Folge gesehen, mega. Ich bin sehr froh, dass ihr das weiterhin unterstützt, dass ihr mir zeigt, dass ihr mehr sehen wollt von diesem Projekt. Und es wäre auch zu schade gewesen, wenn wir so eine coole Bookie gebaut hätten und dann das ganze Projekt wieder einen Sturzkurs vom Ende. Wir müssen uns trotzdem ein bisschen beeilen, ich habe heute ein bisschen Zeit. Gerne weiter liken, gerne weiter abonnieren. Claire ist tot. Wir haben es nicht geschafft. Was ist denn Claire? Ah, Claire hat es nicht geschafft, ich dachte es mir schon. Ich habe jetzt zum zweiten Mal versucht. Jetzt lassen wir sie auch tot. Ist wie es ist. Claire kriegt ein Grab neben. Wo liegt er eigentlich? Leute, kann man das nicht sehen? Ah, Fortred. Ja, an Fortred erinnert sich keiner mehr. Okay. Naja, es ist wie es ist. Einer weniger. Dafür haben wir noch die ganzen Bogenschützen. Müssen wir mal gucken, dass wir die Aufgaben dann neu verteilt kriegen. Die anderen sind aber hoffentlich alle jetzt erstmal geheilt. Gerne weiter, wo ich stehen geblieben bin. Gerne weiter liken, gerne weiter abonnieren. Finde ich klasse. Der hilft dem Kanal sehr, sehr weiter. Wäre ja schade, wenn der Kanal sonst irgendwann flöten geht. Habt ihr... Ist er noch verletzt? Kann man das sehen? Alles verheilt, okay. Der Rest verheilt von selbst. So, genau. Wir haben viel gemacht, viel angefangen und noch mehr, was wir erledigen müssen. Wir brauchen 4 Holz. Ja. Oh, geil. Ein paar von euch hatten die Idee, dass wir eine Holzfarm machen. Ich finde die Idee sehr gut. Wir werden das auch umsetzen. Lass mich kurz überlegen. Ich habe nämlich überlegt, wir machen hier einen Graben und machen die beiden Hochgänge weg. Und dann machen wir einen Geheimgang, der aus der Burg hier runterführt. Und das ist dann so ein geheimes Plateau. Und auf dem Plateau können wir dann Bäume und so einpflanzen. Weil wir brauchen ja irgendwann mehr Platz, habe ich mir gedacht. Und wenn wir irgendwann mehr Platz brauchen, macht das ja Sinn, ne? Viele Burgen hatten das früher. Machen wir das mal so. So. Vielleicht brechen wir das ab. Wir können ja dann hier die Palisaden noch eine Palisade machen. Und das bedeutet, wir müssen hier abbrechen. Und dann machen wir hier eine Holzplantage. Sag ich erstmal. Und wenn wir dann hier... zumachen, passt das. Machen wir natürlich die beiden Aufgänge weg. Und machen dafür hier eine Leiter rein. Hier. Das wird dann so ein Geheimgang. Das wird cool. Das wird richtig cool aussehen. In die großen Gärten. Der Burg. So, unglücklich erschöpft. Ja, lass sie ruhig. Alles gut, Freunde. Forschung. Schon wieder. Dekorative Banner. Wir haben doch jetzt so viel Stoff. Können wir mal ein paar Banner machen. Leider können wir aus Lehm keine Böden machen. Da will ich 2 Banner. Ich habe... Es ist richtig warm heute. Und ich habe mir heute, Freunde, die Zeit genommen, dass wir mal ein paar Folgen drehen können. Also ich will mal 4 Folgen jetzt heute drehen.
Weil ich weiß nicht, wann das Update kommt. Und mit den 4 Folgen haben wir dann zumindest ein bisschen Puffer. Hey, ich bitte euch trotzdem immer weiter zu liken. Auch wenn ich die jetzt durchproduziere. Trotzdem, ihr macht mir damit halt einfach eine große Freude. Ja, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr. Ich monetarisiere auch nicht. Das bedeutet, mein Kanal ist einer von den wenigen, wo es keine Werbung gibt. Und ja, es hilft mir sehr, damit ich nicht dann komplett verloren gehe. Freunde, ich will hier die Banner hinsetzen und wir werden neue Fallen bauen. Auch wenn wir noch nicht so viele mechanische Komponenten haben. Oh, Lambert, vielleicht werden wir den einfach verbannen. Die sind jetzt ein bisschen safe, DP. Erlösung Waldbanditen. Mochte zunächst geistesgestört erscheinen, war aber einfach nur vom Schrecken überwältigt. Ein bemitleidenswerter, strauchelnder Körper mit Schwielen und Fesseln und harten Schlägen des grausamen Meisters. Versteckt mich, ich werde sterben. Oh Gott, noch einen Kampf werden wir nicht schaffen. Wir brauchen einen Meisterschütze. Wir brauchen Nachschub. Wir sind noch gar nicht so weit. Egal! Wir lassen keinen zurück. Wir müssen auch irgendwo... du bist doch nämlich auf jeden Fall Schütze. Was bist du denn für so ein Hannes? Blutgier. Angestachelt durch die Aussicht auf ein blutiges Gemetzel. Ah ja, super. Mächtig. Außergewöhnlich groß und praktisch ein Riese. Er ist nicht für Schnelligkeit gemacht. Schaden durch nicht bewaffnete. Bergbautempo. Okay, ein guter Bergbauer. Was haben wir denn hier Meisterschütze? Baby. Sogar mit Sternchen. Und ein Botaniker. Ein Botaniker und Schneider. Das können wir gut gebrauchen. Sind verletzt. Okay, also kein Dings. Keine Nachteule. Kein Kampf. Keine Schilde. Fernkampf war Kappe. Nahkampf war Helm. Fernkampf. So. Direkt mal speichern. Oh, F5 ist kein Speichern. Ich bin so gewohnt, dass alle immer Schnellspeicher haben. So. Ich speichere selten. Ich speichere ganz, ganz selten. Eigentlich immer so. Das ist eine Aufnahmesession. Also ganz wichtig, das hier muss weg. Unseren Bogen haben die nicht, ne? Oh nein. Das ist falsch. Vergiss, was ich gesagt habe. Kein freier Lagerplatz. Ich hab doch... Wir müssen mal so eine halbe Folge uns hinsetzen. Wo Rüstungsdurchdringen? Ein Gebäudeschaden. Aber ich will ja auch gar keine Gebäude angreifen. Noch nicht angreifen. Was macht er? Holt er sich jetzt einen Bogen? Ey, der geht hoch und... Hält sich. Und jetzt will er was essen. Die Leute kommen doch gleich, oder? Auto ausrüsten. Gut, der nimmt sich den Bogen. Hat schon Sorge. Ich nimmst du dir auch noch eine Rüstung, du blutender Hund. Weiß nicht, so eine... Gamberson zum Beispiel.
Ja, blöd gelaufen. Alles, was weniger 50% hat. Oder was habe ich für Waffenlager für eine Rüstungsklasse genommen? 50%. Dann kommt hier alles, was 50% hat. Du Wachteltroller da. Brennstoff auffüllen. Ja, und jetzt bringst du das mal. Hä? Gott, der hat. Jetzt go. Hedonistisch hat er gekriegt. Wer ist das denn? Nee, du warst das nicht. Bedachtheilig. Nachdenklich. Wer war das denn? Wer hat jetzt hedonistisch gekriegt? Naja, egal. Aber gut, jetzt können wir hier Türen machen. Wir haben noch keine Eisenbahn, aber später kommen da. Können wir da versteckte Türen setzen. Und jetzt nehme ich erstmal alles, was ich kriegen kann. Waschi, muss das bauen. Vielleicht bauen wir die noch nicht. Die graben uns hier die Zukunft. Irgendeiner ist doch hier Nachteule. Ah, Lambert. So. Ich werde da auch Wände hinbauen. Keine Sorge, Freunde. Aber. Eins nach dem anderen. Wie ist denn hier unser Bergbausystem aufgebaut? Da. Trotzdem sich die Leute am Ärgern. Aber es ist so warm. Ich muss das mal. Fenster aufmachen. Okay, Leute, ihr müsst euch alle heilen und wieder regenerieren. Haben wir dem. Was? Warum ist der eigentlich rot, hä? Ach, er ist das. Hedonistisch. Ohne ein bisschen Aufregung wird ihm schnell langweilig und fängt an, Ärger zu machen. Ja, und ein bisschen hysterisch ist er auch noch. Oh Gott, ey, was haben wir uns da nur angelacht? Was haben wir uns da nur angelacht? Also war das damals im Mittelalter. Leute waren alle ein bisschen daneben. Das Gute ist, oh, wir haben auf jeden Fall Runkelrüben. Und zwar Runkelrüben bis zum geht nicht mehr. Also Essen haben wir genug. Wir können jetzt auf jeden Fall lange eine Belagerung standhalten. Vor allem mit dem Garten und so. Leider belagern die uns nicht lange. Wir gehen dann sofort ans Kämpfen. Noch Fenster offen. Großes Wandbanner. Ja.
Ja, jetzt kommst du noch nicht dran, aber in der Zukunft schon. Hier nicht. Nur so schwer runter. Falsch gepickte Pflanzen, ja. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen. So, und du wirst Botaniker, habe ich gesagt. Die Typen kommen jeden Moment. So, wer fehlt denn jetzt eigentlich? Wir haben einen Forscher. Wir haben einen Zimmermann. Nee. Also wir haben einen Forscher, wir haben Pflanzen beschneiden. Du wirst ja auch Pflanzen beschneiden. Ich könnte dich zum Jäger machen. Aber ich jage ja nicht viel. Ah, egal. Okay. Ah ja. So, also, ich wollte dich für das Anpflanzen und Ernten. Oh, du bist auch gut im Bau. Dann mache ich dich Nummer 4 Bau. Ach so, Schneidern. 3. Und jetzt kommt ja der Angriff. Deswegen speichern wir nochmal drüber. Und ich hoffe, das war kein Fehler. Wenn wir nämlich die Schlacht nicht überleben, Freunde, dann müssen wir wohl oder übel. Aber wenigstens hier. Das Tor haben wir auf der anderen Seite auch ein Tor. Ja. Sogar zweimal Tor. Und wir haben mittlerweile einen Boden auf dem Turm. Das ist gut. So, gewaltsame Erpresser. Übergebt mir meinen Sklaven oder ihr werdet alle leiden. Leiden, 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 leiden. Toll, das sind die alle. Ein Bogenschützen-Adept. Er hat nur 4 Bogenschützen. Ja. Müssen wir erstmal Waffen ziehen. So, wie sieht's aus? 4 Bogenschützen, wisst ihr mir? Einen ein paar Keulen. Ja, die Keulen tun mir jetzt nicht weh. Die Schwerter schon. Mit dem Kleben kommt er nicht so schnell durch die Wand. Ich muss erstmal hier Winfried erledigen. Und die Bogenschützen. Das waren den Langbogen. Okay. Krass, die sind näher dran, als ich dachte. Ja, ich weiß, es ist nicht perfekt. Aber dann kann ich hier den Gang nahe wieder verteidigen. Da ist auch, da fehlt auch die Tür. Ich sollte mir hier auch noch ein Tor reinmachen. Warum eigentlich nicht? Die Zukunft. Bestimmt so mega schöne Zinnen drauf machen.
das gut aus? Ich weiß nicht. Müssen wir mal überlegen. Ich mache auch ein Dach dahin. Ach, keine Ahnung. So ein Mini-Torhaus. Aber es ist der richtige Zeitpunkt dafür. Das sieht sogar gut aus. Okay, also, die Nahkämpfer. Hier hin. Erst die mit den einfachen Waffen und nach hinten die mit den schweren Waffen. Okay, alle auf Position. Der Feind wird kommen. Position! Ja, ich habe die Fallen noch nicht, ne? Okay, wir müssen jetzt erstmal hier erledigen, was geht. Ich würde am liebsten immer am Anfang auf die Bogenschützen gehen. Aber, den hier. Oh, guck mal, der ist schon down. Der wird verbluten. Okay. Auf den. Den Winifred wollte ich auch noch erledigen, bevor das Tor durch ist. Gut, den Adapt habe ich auch erledigt. Okay, Toshi, zieh dich zurück. Toshi, zieh dich zurück. Zum Glück habe ich hier auch noch Zinn. Die den schützen. In Position! Holt euch den Winifred. Okay. Okay, sie sind durch. Haltet sie auf. Okay, das klappt ganz gut. Dieser Gang, den zu verteidigen, ist alles ein bisschen einfacher. Wo wollen die hin? Feuer! Oh, die gehen auf Toshi. Toshi ist gleich tot. Gut. Damit ist Toshi erstmal safe. Das hier wird immer unsere Verteidigungskammer. Das ist gut. Ich brauche hier nur zwei Leute und die halten das Ding hier. Wenn ich da noch ein paar Fallen hinmache. Nice. Freunde, das hat ja richtig gut geklappt. Der Gang des Todes. So, lasst die laufen, die Hunde. Die haben alles, was sie wollen.
Muss mir noch was für die Rüstung überlegen. Jetzt werden wir erstmal, Toshi ist bewusstlos. Toshi ist kurz vorm Abnippeln, ey. Rettet Toshi. Wenn Toshi stirbt, ist das Spiel vorbei. Er hat nicht mehr so viele. Schnell, schnell, schnell. Okay, dann nicht. Ja, Wundbehandlung. Geilo. Du warst für Toshi, ne? Ja, gut. Boah, Toshi. Hier geht's um Leben und Tod. Go, Toshi! Wird Toshi überleben? Am seidenen Faden. Oh, Toshi am seidenen Faden, Freunde. Wenn Toshi stirbt, macht das Leben keinen Sinn mehr. Hat das Leben keinen Sinn mehr so. Guck mal hier, kritischer Bereich hier, nur 8%, gut. Er steigt wieder. Wenn es da umgeht, ist das gut. Wunden behandelt! Toshi überlebt, Freunde. Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer neuen, spannenden Folge, wo jeder von ihnen um ihr Überleben kämpft. Wir haben jetzt einen neuen Freund in der Familie. Ich werde auf jeden Fall mal nächste Folge mit euch hier die Waffenkammer aufrüsten. Dass wir mal wirklich nur die Waffen drin haben, die wir auch da drin haben wollen. Wisst ihr? Habe ich sogar einen für Schilde? Da habe ich zum Beispiel gesagt, keine Fernkampf. Achso, da kommt auch keine Fernkampf. Aber Freunde, das waren wir in der nächsten Folge. Toshi ist bewusstlos, aber Toshi wird überleben. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Euer Toshi. Ciao.